So, jetzt geht es endlich ich habe gerade mal nachgeguckt, 5 Monaten weiter mit der Reihe zu den Flugzeugtypen. Und heute machen wir auf der Boeing-Seite weiter. Dort haben wir aufgehört vor 5 Monaten mit der 757 und jetzt geht es weiter mit der 767. Das ist ein sehr interessantes Flugzeug. Ein Flugzeug, auf das viele Airlines lange Zeit gebaut haben, viele Jahre und ein sehr spannendes Flugzeug, weil es der erste Widebody-Jet von Boeing mit nur 2 Triebwerken war. Und das ist eine Kombination, von der wir heute wissen, dass sie sich bewährt hat. Und damit viel Spaß beim Video. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich muss ja zugeben, ich freue mich richtig auf diese Videoreihe. Ich weiß gar nicht, warum wir das so lange nicht gemacht haben. Auf jeden Fall, es geht jetzt weiter mit der 767. Und wir fangen erstmal an mit einer zeitlichen Einordnung. Entwickelt wurde die Maschine Ende der 70er, Anfang der 1980er Jahre. Das ist schon eine ganze Weile her, da gehen wir langsam aber sicher auf die 40 Jahre zu. Und da sah das Bild an den internationalen Flughäfen natürlich noch etwas anders aus. Aber es war sehr, sehr interessant, denn große Langstreckenflugzeuge, die waren mittlerweile bei den großen Fluggesellschaften der Welt auf jeden Fall angekommen. Und das waren zu dieser Zeit alles noch wirklich riesige Flugzeuge. Ganz vorne mit dabei natürlich die 747, der Jumbo. Den musste man als große internationale Fluggesellschaft in den 1980er Jahren auf jeden Fall haben. Die Airlines waren dort teilweise noch mit der 747-100 unterwegs. Andere Fluggesellschaften, beispielsweise auch Lufthansa, hatte schon die 747-200 in der Flotte. Und Anfang der 1980er Jahre kam dann endlich auch die lang ersehnte 747-300 mit einer neuen Triebwerksgeneration auf den Markt. Langstreckenmaschinen wie die DC-10, die Lockheed TriStar oder eben die Boeing 747 gab es dort also auf jeden Fall. Die hatten teilweise auch schon echt einige Jahre auf dem Buckel. Also es war Zeit für die erste wirklich große Modernisierungswelle bei diesen Langstreckenmaschinen. Auf der Kurz- und Mittelstrecke war man gerade auf dem Weg von der Boeing 727 zu 737 drauf und dran, den dritten Mann aus dem Cockpit rauszuschmeißen. Und auch der Airbus A310 stand schon in den Startlöchern und auch dort sollte kein dritter Mann mehr im Cockpit sitzen. Und genau diese Modernisierungswelle, das jetzt auf die Langstrecke zu übertragen, genau da wollte Boeing mit der 767 angreifen. Und damit das auch wirklich ein großer Erfolg wird, sollte das neue langstreckentaugliche Flugzeug der Amerikaner vor allem sehr viel effizienter sein. Und da sagte man einfach mal so 20 bis 30%, das sollte schon drin sein. 20 bis 30% effizienter als die Flugzeuge, die zum jetzigen Zeitpunkt dort Anfang der 1980er Jahre auf diesen Strecken unterwegs waren. Das ist schon mal ein Wort. Und dafür griff man einfach in die Wundertüte und holte erstmal alles raus an Ideen, was irgendwie zur Verfügung stand. 2 Triebwerke oder 3 Triebwerke, dann die Triebwerke unter den Tragflächen oder eventuell sogar über den Tragflächen, wenn es effizienter ist, warum denn nicht, oder ein T-Leitwerk, ein ganz normales Leitwerk. Man probiert einfach alles mal aus. Hauptsache, es wird sehr viel effizienter als das, was es aktuell gibt. Das neue Flugzeug sollte auf jeden Fall ohne Kompromisse die Wünsche der Kunden erfüllen und dabei eben sehr, sehr viel effizienter sein als beispielsweise auf diesen Strecken die mittlerweile schon recht alte 707 oder eben sehr viel effizienter als die größere DC-10 bzw. die Lockheed TriStar. Einige Ideen von denen, die ich gerade genannt habe, die schmiss man dann direkt wieder beiseite, andere wiederum, die modellierte man richtig und testete sie dann stundenlang im Windkanal. Boeing ließ sich diesmal zum ersten Mal, weil die Technik gab es vorher in dieser Form noch nicht, ließ sich bei einem Drittel des Flugzeuges, bei einem Drittel des 767-Designs von einem Computer helfen, um aerodynamisch immer noch ein bisschen mehr rauszuholen und baute dann Modelle und testete diese ganze 26.000 Stunden im Windkanal. Das gab es so in dieser Form, in diesem Ausmaß noch nicht. Aber um das Ganze an der Stelle jetzt mal ordentlich abzukürzen, es hilft natürlich sehr zu verstehen, in welche Zeit das Flugzeug reingebaut wurde, um dann wiederum besser nachvollziehen zu können, warum ein gewisses Flugzeugmodell funktionierte oder auch eben nicht. Aber wir wissen ja alle, worauf das dann hinauslief. Und zwar baute man die Boeing 757 und 767 gemeinsam. Die Maschinen wurden zusammen entwickelt, denn neben den klassischen Effizienzsteigerungen, wie zum Beispiel neueren, moderneren Triebwerken, neueren Turbofan-Triebwerken mit einem größeren Nebenstromverhältnis, aerodynamischen Verbesserungen und so weiter, schaffte man sich jetzt die größten Vorteile dadurch, dass man eben 2 Flugzeugtypen für verschiedene Strecken, für verschiedene Anwendungsbereiche baute, aber mit großen Ähnlichkeiten. Stichwort Kommunalität. Heute ist das absoluter Standard, aber damals gab es das in der Form ja noch gar nicht. Heute ist quasi durch die Bank weg. Alle modernen Airbus-Flugzeuge sehen fast gleich aus im Cockpit oder haben zumindest große Ähnlichkeiten. Und bei der 737 gibt es gerade eine riesige Diskussion, ob die MAX wirklich ähnlich genug ist zum Vorgänger, um diese Punkte der Kommunalität wirklich zu erfüllen. Und das ist hier auch wirklich so ein bisschen das Zauberwort. Boeing 757 und 767 stehen beide auf mehr oder weniger dem gleichen System. Und die Flugzeuge teilen sich auch mehr oder weniger ein Cockpit.
Cockpit. Es gibt nur wenige Unterschiede zwischen dem Cockpit der 757 und dem der 767. Dazu kommt dann aber selbstverständlich auch noch, dass das Cockpit für damalige Verhältnisse auch sehr modern war. So, und jetzt, ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf ich hinaus möchte, vielleicht findet ihr das auch so interessant wie ich. Man hat hier einen langstreckentauglichen Widebody mit einem Zwei-Mann-Cockpit und nur zwei Triebwerken. Das klingt für uns vollkommen normal, aber das gab es da einfach noch nicht. Es gab damals massig Diskussionen darüber, ob man einen langstreckentauglichen Widebody, ob man so ein großes Flugzeug überhaupt mit einem Zwei-Mann-Cockpit bedienen kann, ob da zwei Leute überhaupt ausreichen. Das heißt, da waren große Airlines mit dabei, die in dieser Diskussion ganz vorne mit dran standen und meinten, wir brauchen für unsere brandneue Boeing 767 auf jeden Fall einen dritten Mann im Cockpit. Wir fliegen dieses Flugzeug ganz bestimmt nicht ohne einen Flugingenieur. United Airlines beispielsweise, einer der Erstkunden für die 767, die waren bei dieser Diskussion bis ganz zum Ende ganz vorne mit dabei. Man musste die Verantwortlichen der Fluggesellschaften also mit viel Mühe davon überzeugen, dass die Technik im Cockpit der jeweiligen Maschinen mittlerweile weit genug war, um einen Flugingenieur in einem großen Flugzeug auch auf der Langstrecke mittlerweile wirklich ersetzen zu können. Zum Beispiel mit dem ICAS bei Boeing, mit dem Engine Indication and Crew Alerting System. Das ist das, was bei Airbus ECAM heißt. Ist schon irgendwie abgefahren, oder nicht? Und das mit den zwei Triebwerken. Heute, wie gesagt, absoluter Standard, dass Maschinen mit zwei Triebwerken über den Atlantik fliegen können. Damals war man sich aber sicher, dass man hier auf jeden Fall Einsparungen macht auf Kosten der Sicherheit. Und das ist damit natürlich ein sehr gewagtes Projekt für einen solchen Flugzeughersteller. Hier ein Flugzeug zu bauen, das irgendwie noch gar nicht so recht funktionieren darf auf den Strecken, für die es eigentlich gebaut ist. Aber zurück zur Ingenieursdiskussion. United Airlines als eine, wie gesagt, der Erstkunden, als einer der größten Kunden der 767 war dann irgendwann davon überzeugt, dass die Technik auf jeden Fall ausreicht, um diesen Flugingenieur dort jetzt wegzustreichen. Das ist ja ein riesen Einsparpotenzial, was man da hat. Somit bestellte United Airlines die 767 dann doch ganz normal, in Anführungszeichen. Es blieb aber tatsächlich eine einzige Fluggesellschaft übrig und das ist Ansett Australia. Die waren immer noch davon überzeugt, dass sie auf jeden Fall einen Flugingenieur benötigen. Und das ist tatsächlich die einzige Fluggesellschaft auf der ganzen Welt, die jemals eine Boeing 767 mit einem Drei-Mann-Cockpit hatte. Für diesen Flugingenieur bei dieser Fluggesellschaft wurde dann extra, was es ja auf keiner anderen 767 auf der ganzen Welt jemals gab, ein Panel für den Flugingenieur eingebaut. Aber weiter im Text. Boeing begann dann mit der Produktion der ersten 767-200 im Jahr 1979. Die Maschine war ausgestattet mit JT9D-Triebwerken, also die Triebwerke, die es damals auch für die frühe 747 gab. Das Flugzeug flog zum ersten Mal im September 1981. Die Version mit den CF6-Triebwerken, den moderneren Motoren von General Electric, die kam dann kurz danach. Das waren die Testmaschinen Nummer 5 und 6. Insgesamt schrubbte der neue Flugzeugtyp dann 1600 Flugstunden, bevor es die Zulassung von der amerikanischen Luftfahrtbehörde FAA gab. Und dann wurde das erste Flugzeug im August 1982 an United Airlines übergeben. Von da an waren die neuen Boeing-Flugzeuge trotz der Fähigkeit, auf jeden Fall über den Atlantik fliegen zu können, ja erst einmal nur über Land unterwegs. Also die Dinger tummelten sich vor allem rund um Nordamerika. Und das lag daran, weil Langstreckenmaschine mit zwei Triebwerken, das war damals einfach noch nicht so, das ging noch nicht. ETOPS, Extended Twin Jet Operations, das gab es damals noch nicht, das kam nämlich erst mit der 767 im Jahr 1985. Eine 767-200, der TWA, war von da an tatsächlich das erste Flugzeug weltweit, das unter ETOPS-Regularien über den Atlantik flog. Erst jetzt, 3 Jahre nach der Erstauslieferung, konnte die Maschine wirklich alle Vorteile ausspielen, die man ihr bei Boeing gegeben hatte. Und dann wurde es wirklich interessant, denn dann gab es innerhalb kürzester Zeit Bedarf für mehr. Man entwickelte die Boeing 767-300, also eine verlängerte Version der 767. Man verlängerte das Flugzeug von 48,5 Meter auf fast 55 Meter, während man gleichzeitig die Reichweite der 767-200 auf dem Weg zur 767-200ER, das Kürzel ER steht bei Boeing immer für Extended Range, durch das Erhöhen des maximalen Abfluggewichtes um ganze 35 Tonnen auf 12.200 Kilometer erhöhte. Das sind knapp 5.000 Kilometer mehr Reichweite, als man in der Standardversion zur Verfügung hatte. Das ist ein ziemlich großer Step, denn damit brachte man die 767 von dem Standpunkt, ja, wir können gerade mal so über den Atlantik fliegen, zu, wir können jetzt eigentlich fast alles miteinander verbinden. Und das ist bis heute ein Punkt, der zu den größten Stärken und Vorteilen einer Boeing 767 gehört. Massive Reichweite zu einer wirklich guten Effizienz. Etwa 250 Flugzeuge aus der 767-200-Baureihe
etwa die Hälfte davon 767-200 als Standardversion, etwa die andere Hälfte dann natürlich 200ER, wurden verkauft und gebaut. Und wie eben bereits erwähnt, begann dann ab 1986 parallel dazu die Auslieferung der verlängerten 767-300 und auch davon gab es kurz darauf eine verbesserte Variante, eine 300ER Extended Range. Also auch hier holte man sich wieder durch die Erhöhung des maximalen Abfluggewichtes, diesmal um knapp 30 Tonnen auf fast 187 Tonnen maximales Abfluggewicht. Dadurch holte man sich wieder die Fähigkeit rein, mehr Treibstoff tanken zu können und erhöhte somit die Reichweite der 767-300. In der Version ER auf 11.100 Kilometer. Und damit hatte es der Flugzeughersteller Boeing auf jeden Fall geschafft, den besseren A300 bzw. auch den besseren A310 zu bauen. In dieser Zeit wechselten dann noch die Triebwerksoptionen für die 767. Das CF6-Triebwerk von General Electric, das blieb erst einmal. Dazu kam dann noch von Pratt & Whitney ein Triebwerk aus der PW4000-Reihe und es gab auch noch das Rolls-Royce RB211 zur Auswahl. Und somit hatte die 767 dann auch tatsächlich die gleichen Triebwerksoptionen wie die Boeing 747-400 zu dieser Zeit. Nur, dass die 767 natürlich nur zwei gebraucht hat. Kleiner Funfact am Rande, das RB211, das ist trotz des kleineren Fendurchmessers tatsächlich eine ganze Ecke schwerer als die anderen Motoren und das hat der 767 nicht so ganz gepasst. Bestellt wurde das erst einmal nur durch British Airways, die hatten dieses Triebwerk dann für ihre 767 gewählt und man entdeckte dann nach kurzer Zeit, nach wenigen Monaten, kleine Risse an der Triebwerksaufhängung, an der Tragfläche. Und daraufhin musste British Airways erst einmal ihre komplette 767-Flotte am Boden lassen und ließ dann von Boeing die Triebwerksaufhängung nachbessern, was dann auch Standard für alle darauffolgenden 767 wurde. Aber gut, hilft ja alles nichts. Auf jeden Fall, die Boeing 767-300ER, vor allem in Kombination mit der Boeing 757, konnte auf dem amerikanischen Markt wirklich überzeugen und konnte auch hier in Europa einige Fluggesellschaften wirklich glücklich machen. Und tatsächlich konkurrierte das Flugzeug dann mit dem erst 1994 wirklich erschienenen A330-200 und war für viele Fluggesellschaften langfristig trotzdem die bessere Option. Ganze 690 Flugzeuge konnte Boeing aus der 767-300er Reihe verkaufen, das ist damit die mit Abstand am besten verkaufte Version der 767 und Boeing entwickelte dann ja in den nächsten Jahren die 777, erstmal die 777-200 und die daraus erkannten aerodynamischen Verbesserungen, die brachte man dann auch mit in die 767-Baureihe und entwickelte 1995 die 767-400 Extended Range. Also eine nochmals verlängerte Variante des Flugzeuges, diesmal mit Platz für bis zu 375 Passagiere. Damit wollte man ganz gezielt auf dem amerikanischen Markt die mittlerweile wirklich alte DC-10 bzw. Lockheed TriStar ablösen. Und das hat auch funktioniert. Allerdings hat sich ansonsten auf der ganzen Welt, auf dem internationalen Markt, die 767-300ER doch als in Anführungszeichen beste Variante der 767 bewährt. Von dieser Version der 767 baute Boeing dann direkt mal ab Werk einen Frachter. Also genauso wie man die 747 auch als Frachter direkt bei Boeing bestellen kann, so konnte man das ab da auch mit der 767 machen. Und es kam mit der 400ER in die 767 natürlich eine ganze Menge aus der 777. Zum Beispiel ein überarbeitetes Cockpit. Das sieht jetzt genauso aus wie bei der 777. Dazu ein Kabinenprodukt, das ebenfalls an die 777, an das neuere Flugzeug angepasst wurde. Für ältere 767 war das alles selbstverständlich nachrüstbar. Man konnte das Cockpit jetzt, wie man wollte, im Stil der 777 bestellen. Oder wenn man es sogar wirklich drauf anlegen möchte, dann kriegt man das jetzt sogar als Nachrüstsatz im Stil des Nachfolgers Boeing 787. Ach, und wenn wir gerade schon bei dem Kabinenprodukt sind, da kann die Boeing 767 tatsächlich einen ziemlich großen Vorteil haben. Denn standardmäßig ist in der Economy Class des Flugzeuges eine 232-Bestuhlung verbaut. Das ist für einen Widebody sehr, sehr angenehm, denn 87% der Sitzplätze liegen entweder am Gang oder an einem Fenster. Unbeliebte Mittelplätze gibt es in diesem Flugzeug kaum. Das bedeutet gleichzeitig, dass wenn die Maschine mit 87% schon wirklich gut ausgelastet ist, dass dann niemand auf einem Mittelplatz sitzen muss. Und auch die Option auf zwei Sitzplätze am Rand, einer davon Fensterplatz, der anderen Gangplatz, ist eigentlich eine ganz schöne Sache, für Pärchen beispielsweise in der Economy Class der 767. Aber gut, markant für die 767-300 sind jetzt natürlich noch die riesigen Winglets, die da dran sind. Die gab es ab dem Jahr 2008, da waren die als Nachrüstsatz für das Flugzeug verfügbar. Und diese Winglets sind mit 4,30 Meter Länge tatsächlich die größten, die man überhaupt an einem zivilen Verkehrsflugzeug finden kann. Und sie sorgen dann nochmal für bis zu 6,5% Treibstoffersparnis, was echt ganz ordentlich ist und was sich auch bis heute bezahlt macht.
Damit holt man wirklich nochmal was aus der Maschine raus. Und gebaut wird die 767 tatsächlich heute noch. Das nach mittlerweile 40 Jahren Produktion. Man kann das Flugzeug noch immer neu bei Boeing kaufen, allerdings nur noch als Frachter. FedEx beispielsweise hat noch einige Maschinen bestellt. Insgesamt fliegen noch gut 70% aller je gebauten 1150 767 und das ist tatsächlich eine ziemlich gute Bilanz. Und damit sind wir erst einmal durch mit allen interessanten Informationen zur 767. Ein kurzes Wort aber noch zu den Unfällen und Abstürzen. 7 Abstürze mit Todesopfern gab es mit diesem Flugzeugtypen, 3 davon aufgrund von Flugzeugentführungen. Einmal Ethiopian Airlines und 2-mal World Trade Center. Das waren 2 Boeing 767-200. Damit ist die Boeing 767 wohl ziemlich sicher auch das einzige Flugzeug, bei der alle 3 Flugzeugentführungen, die dann in einem Crash endeten, auch wirklich gefilmt wurden. Aber gut, bei diesen 7 Abstürzen starben insgesamt 854 Menschen in all den Jahren und auch wenn sich das vielleicht erst einmal nicht so anhört, es ist eine sehr, sehr gute Sicherheitsstatistik und die 767 gilt dadurch als sehr sicheres Flugzeug. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer auf Kommentare zum Video, auf Feedback zum Video. Pullover wie diesen hier findet ihr unter den Videos. Würde mich auch freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und tschüss.